Willkommen zusammen zu einer Repaint-Vorstellung, zu einem kleinen Video, wo wir uns ein neues Repaint angucken werden für diesen wundervollen Zug hier, für unseren Amtrak ACS-64. So, schalten wir erstmal die Glocke hier aus. Meine Güte. Warum ist das im Führerstand so dunkel? Liegt das am Repaint? Weiß ich nicht. Aber wenn das der Fall ist, dann gefällt mir das schon mal nicht. Auf jeden Fall, es gibt hier einen Repaint für diesen Zug hier, für unseren Amtrak-Zug. Repaint sowohl für die Wagen als auch für die Lok. Das ist auch kein Repaint, das mit dem Livery Designer erstellt worden ist, sondern so eins dieser Photoshop Repaints. Das heißt also, alle Züge auf der Strecke fahren dann jetzt in diesem Gewand hier rum. Und wir sehen schon hier die ersten Veränderungen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel diese, ja, diese Flecken, diese Fliegen und Insekten, die dran glauben mussten, als der Zug hier vorbeigefahren ist. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist es im Führerstand jetzt dunkel. Hier strahlt kein Sonnenlicht mehr rein. Das fände ich jetzt zum Beispiel schon mal nicht so cool, aber ich glaube, wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Und gucken uns das Repaint mal von außen an. Also, wir haben hier erstmal was, ein paar Änderungen für die Lok. Erstmal habe ich das Gefühl, dass hier dieses Ding hier zum Kuppeln ja, ein bisschen rostiger ist als vorher. Die Verwitterungen sind an sich, glaube ich, gleich geblieben hier außen. Dieser Grauton hier vorne ist ein bisschen abgedunkelt, um ja etwas mehr Verwitterung zeigen zu können. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hier dieses Siemens-Logo, auch wenn das nicht gerade gut aufgelöst ist, ist aber, glaube ich, mit neu dazugekommen. Ansonsten, ja gut, diese Verwitterung hier an der Seite, ne, ist glaube ich auch mit neu dazu. Und bei den Personenwagen gibt es jetzt auch einen Unterschied. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Die zeigen nämlich jetzt viel mehr so dieses, ja, reflexive Element, was man von rostfreiem Edelstahl erwarten können würde. Also dieses, dass man, hallo? Dass man hier, wenn man Richtung Sonne guckt, da jetzt viel mehr diese Reflexion und so sehen kann, dass das alles ein wenig, ja, stärker zurückgespiegelt wird als vorher. Vorher hatten wir, glaube ich, mehr so eine eher matte Textur und jetzt ist das tatsächlich mehr so etwas reflexiver. Hier an den Türen sieht man das, glaube ich, ganz gut. Finde ich ganz cool, gefällt mir auf jeden Fall, sieht auch deutlich realistischer jetzt aus. Und ich glaube, so ein bisschen Verwitterung ist dann auch jetzt mit dazu gekommen durch diese Mod. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das sind auch zwei einzelne Repaints. Heißt also, wenn man nicht das Repaint für die Lok haben möchte, kann man sich auch nur das für die Wagen installieren. Oder andersrum geht das natürlich auch. Ich persönlich tendiere sogar gerade dazu, das Repaint für die Lok zu deinstallieren, weil ich echt das Gefühl habe, dass hier kein Sonnenlicht mehr reinkommt. Und das finde ich tendenziell eher uncool. Können noch mal ein paar Meter damit fahren. Kollege nämlich wartet da vorne schon. Ja, das wird kein richtiges Let's Play in diesem Sinne, sondern wir gucken uns halt tatsächlich nur die Lok mal an. Beziehungsweise den Zug. Ja, aber gefällt mir. Hat was.
Jawohl. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Mich würde sehr interessieren, was ihr so von dem Repaint haltet. Das Ganze ist natürlich nur für den PC, nicht für die Konsolen. Ja, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das Repaint? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Außerdem auch, ob häufiger mal solche Repaint-Vorstellungen stattfinden sollten. Würde mich auch sehr interessieren, ob euch das interessiert. Also schreibt mir einfach mal eure Meinung darunter. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.